geschehen ist und wo! Was geschehen ist und wo! Jede Person wird sitzen! Ein 31-jähriger Syrer hat am Donnerstag in der ostfranzösischen Stadt Annecy mindestens 4 Kinder zwischen 22 Monaten und 3 Jahren mit einem Messer angegriffen. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Mann auf ein Opfer im Kinderwagen einsticht. Die Kinder aus Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien kamen in Kliniken in Genf und Grenoble. 2 Kinder sollen noch in Lebensgefahr schweben. Auch 2 Erwachsene verletzte der Mann, bevor Sicherheitskräfte ihn festgenommen haben. Den Angaben der Behörden zufolge ist der Täter Syrer. Er lebte demnach jahrelang in Schweden und kam erst vor wenigen Monaten nach Frankreich, wo er ohne festen Wohnsitz war. Der Angreifer sei in Schweden mit einer Frau verheiratet gewesen und hatte eine 3-jährige Tochter. Seine Frau und er hätten sich kürzlich getrennt, heißt es. Der festgenommene Täter wird psychologisch begutachtet und verhört. Obwohl der Mann bereits in Schweden Asyl erhielt, beantragte er dies auch in Frankreich. Das soll aber in Frankreich eben abgelehnt worden sein, da der Syrer bereits in Schweden Asyl erhalten habe. Präsident Emmanuel Macron sprach auf Twitter von einem Anfall absoluter Feigheit. Frankreich stehe unter Schock. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, ihren Familien und den mobilisierten Rettungsdiensten. Der Präsident will die Opfer und die Familien treffen.